Mensch, ich hoffe, die Jenny macht mal hin, ey. Mann, ich will hier raus aus dem Kaufhaus. Wer weiß, wen man hier noch so trifft. Ah, Mensch, Mord, du auch hier. Mann, das ist ja irre, wo man sich so überall trifft. Naja, was treibt dich denn hierher? Wie ich mir dachte, Mann, wartet hier. Und dann kommen Leute, die man absolut nicht sehen will. Naja, zum Glück bist du ja da, Lenny. Oh, das klingt wie Begeisterung pur, Alter. So begeistert habe ich dich zuletzt vor 2 Jahren gesehen, als wir unterwegs auf dem Land waren. Und du musstest dann. Und hast dann zack gegen den Elektrozaun gepinkelt. Mann, Mann, wo bist du rumgesprungen? Tja, so ist das eben auf dem Land. Und woher soll ich denn wissen, da die über so eine kleine Schnur 210 Volt laufen lassen, ey. Seit dem Vorfall habe ich immer, wenn ich so einen Zaun sehe, einen Zucken im Auge. Und naja, ach, lassen wir das einfach mal. Aber was machst du hier, Lenny? Was ich hier mache? Naja, war eben in der 2. Etage beim Bäcker, hab mir da einen Kaffee geholt und nun warte ich noch bis 20 Uhr. Dann soll der Howard endlich frei haben. Den soll ich zum Airport bringen. Ach, cool, ey. Howard ist da? Wo ist er denn, der alte Schwede, ey? Der kann sich sicher kaum noch vor Fans retten, ey. Sein letztes Album war ja der absolute Hit, Platz 99 in den deutschen Albencharts. Das war ein Comeback nach Mars. Ach, nicht der Rede wert. Der Howard spielt ja Nikolaus, damit er sich den Flug nach Südafrika leisten kann. Der will auch Weihnachten bei seiner Familie feiern. Was? Wie? Der spielt den Nikolaus? Ach du Scheiße, wir müssen Jenny finden. Was hat denn nur die kleine Jenny mit Howard zu tun? Oh, nee, ich ahne Schlimmes. Howard? Jenny? Beziehung? Mann, Mann, wenn das die Bild mitbekommt. Ach Quatsch, da läuft nichts. Aber Jenny meinte eben zu mir, ich soll mal hier warten. Sie will mal schnell noch rein und den Nikolaus die Wunschliste geben. Ist deine Jenny nicht langsam ein wenig zu alt für die Sache mit dem Nikolaus? Na, Lego ist er das, aber du erinnerst dich doch mal, ey. Vor 3 Jahren, als Werner den Weihnachtsmann gemacht hat, bei der Gewerkschaftsfeier. Ja, als Jenny sich als Glückselfe verkleidet hat und den ganzen Gewerkschaftskindern den Geldbeutel geklaut hat. Und das Ende vom Lied war, die hat die Teile leer gemacht und Werner untergejubelt. Ganz genau. Und als sie merkten, dass ihre Geldbeutel weg waren, zack, gibt die Jenny denen noch einen Hinweis und bekommt 200 Euro Finderlohn. Und die haben Werner durch ganz Berlin gejagt. Ja, das ist wie bei der Walpurgisnacht, als die Jenny und der Werner als 2 Hexen verkleidet waren. Und dann am Ende... Genau, am Ende haben sie den Werner an einem Pfahl gebunden. Die beiden Aktionen brachten Jenny insgesamt 4.000 Euro und Werner 3 Wochen Krankenhaus. Und nun will sie den Wunschzettel bei Howard Nikolaus abgeben. Macht's Klick, Lenny? Ach du Scheiße, komm mit, Macho, da müssen wir verhindern. Die grillen Howard doch, wenn Jenny die Nummer abzieht. Ah, da vorne hockt Howard und von Jenny noch keine Spur. Howard? Nikolaus, hast du mal einen Moment Zeit für mich? Moment, meine kleinen Fans. Ich werde nur schnell die beiden bösen Männer da mal abwimmeln und mich um die kümmern. Und dann bin ich sofort wieder für euch da. Der Howard hat echt einen Schatten, ey. Der denkt, das sind seine Fans. Ey, dabei sind das lauter 4-Jährige, die einfach nur Geld und Geschenke abgreifen wollen. Hallo, meine beiden Freunde. Wir gehen euch. Was machen wir hier? Eine kleine Frage, Howard. Hast du ein kleines Mädchen gesehen? Well, das ist eine gute Frage, mein Freund. Bis jetzt habe ich schätzungsweise über 300 kleine Mädels gesehen. Das erinnert mich an meinen Sohn Wayne, denn... Keine Zeit für so einen Mist, Howard. Mann, Mann, hattest du die Mädels auch am Schoß? Well, ich hatte sehr viele Frauen in meiner Karriere auf den Schoß, aber wenn du genau wissen willst, heute allein schon über die 300 Frauen und Jungen. Ich wusste schon immer, dass der nach beiden Seiten offen ist, Lenny. Das hab ich dem an der Nasenspitze angesehen. Sei doch mal leise, Mord, Mann. Also, Howard, pass auf, Howard. Schau mal, ob dein Geldbeutel noch da ist. Well, what the hell is going fuck? Ich glaube, ich wurde beklaut. Aber woher wusstest du das denn? Das war Jenny, die kleine Elster. Die hat dir sicher Glühwein auf deine Hose gekippt. Und beim Versuch, es aufzwischen, hat sie dir dein Geldbeutel geklaut. Und ich dachte schon, Howard leidet an Inkontinenz. Da rennt sie los, hinterher, Howard. Ach, lass die doch rennen, ey. Die kommt nicht weit. Ich fange die nachher zu Hause ab und dann zieh ich ihr die Geldbörse wieder ab und gebe sie dem Howard. Na toll, und ich muss Howard noch einen Tag länger ertragen. Hab mich echt gefreut, dass der heute fliegt. Wird wieder nichts mit Gysi. Mann, Mann. Wenn wir schon beim Thema Gysi sind, hey, lass uns doch mal was trinken in der Schenke. Naja, Frust trinken. Eventuell packe ich heute 14.07er Jägermeister und bin am Morgen so blau, dass ich Howard nicht mitbekomme. Ja, kann sein. Hey, Hauptsache bis morgen um 20 Uhr wieder fit zum Trinken. Ganz genau. Berlin. Du bist so wunderbar.